Einen wunderschönen guten Tag, liebe Kommandanten, liebe Kommandantinnen. Willkommen zu einem erneuten, kleinen, bescheidenen Video hier auf unserem Kanal App Gaming. Und heute etwas ganz Besonderes. Ihr habt es schon bestimmt bei der Mühe des Intros gesehen, die ich mir gegeben habe. Heute machen wir ein Account-Overview-Video. Ich habe euch ja schon ein paar wichtige Dinge gerade in diesem Zusammenschnitt näher gebracht. Falls euch das gefallen hat, würde ich mich schon mal an dieser Stelle auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen. Ich habe da sehr viel Mühe reingesteckt und gerne da auch mal Feedback dalassen. Aber was wollen wir heute im Detail machen? Wir schauen uns hier den gesamten Account App Gaming mal nochmal im Detail an und auch so ein bisschen die Stats. Und das machen wir jetzt alle 2 bis 3 Monate, immer zwischen den KVKs. Warum? Weil mich das motiviert, euch dann die Fortschritte zu zeigen. Und weil ihr euch dann mit meinem Lappen-Account vergleichen könnt. Ihr könnt dann alle 2 bis 3 Monate gucken, okay, beim letzten Mal wusste ich in dem Video vor 3 Monaten, hatte Marcel 50 Millionen Killpunkte weniger als ich, jetzt hat er auf einmal 50 Millionen Killpunkte mehr als ich. Dort hatte er auf jeden Fall ein schlechteres Infanterieset als ich, jetzt hat er ein besseres. Oder umgekehrt, ne? Ihr habt den Killpunkteabstand ausgebaut. So könnt ihr euch immer so ein bisschen mit meinem Account vergleichen und das motiviert, denke ich, auch den einen oder anderen dort am Ball zu bleiben oder einfach, ja, vielleicht sogar den Vorsprung seines Accounts zu meinem Account weiter auszubauen. Und deswegen habt ihr da dann immer so eine Referenz, nämlich mich, wie schnell kommt Marcel voran mit seinem Account. Damit kann ich mich alle 2 bis 3 Monate vergleichen. So, und heute besprechen wir, wie gesagt, so ein paar Sachen im Detail. Ich habe heute über 100 Millionen Gold ausgegeben. Ja, ich hatte 360 Millionen Gold heute Morgen. Wir gehen im Detail darauf ein, wenn wir zu den Ausrüstungen kommen, für was ich das heute alles ausgegeben habe. Ich bin am Goldfarmen wie so ein Wilder, ne? Ich sag's euch, hier, nächste Golddepot, was wir jetzt hier eingesammelt haben, schicken wir erstmal direkt als nächstes wieder raus. Also, es ist wirklich ekelhaft, wie viel Gold man braucht. Aber da sind wir auch direkt beim ersten Thema, nämlich Truppenanzahl und dabei natürlich speziell mein T5
Count, also wie viele T5 habe ich? Das ist ein Punkt, den ich zum nächsten KVK definitiv verbessern möchte. Ich habe jetzt mittlerweile ja meine Farm in diesem Königreich und werde deswegen schneller an Ressourcen kommen. Werde mit meiner Farm auch jetzt erstmal nur Gold sammeln, damit ich so auf 500 bis 600 Millionen Gold mindestens zum nächsten KVK komme. Mindestens, ne? Wie gesagt, ich will erstmal kleine Brötchen backen. Wenn es hinterher mehr ist, umso besser. Und ich möchte die Anzahl an T5, die ich in meinen Märschen habe, ne? Ich habe jetzt 510.000 Infanterie T5, 288.000 Kavallerie T5 und 223.000 Bogis T5, was extrem ärgerlich ist, weil mein Bogimarsch mittlerweile, und da bin ich sehr froh drüber, extrem stark ist, ne? Ich habe ja Liang Rice Chi als mein Bogimarsch und der hat jetzt mittlerweile eine gute Ausrüstung, schauen wir uns auch noch im Detail heute an, und hat auch eine ganz gute Formation bzw. ganz gute Aufrüstung in der Formation. So, und das ist schon fast zu schade, den nur mit T4 zu füllen. Kostet natürlich dann mehr Ressourcen, aber der hat ja schon mit nur T4 so geile Kampfberichte rausgehauen. Warum sollte ich da nicht nur T5 reinkloppen? Dann ist der Marsch nochmal besser und ich mache noch viel schneller Killpunkte. Und 223.000 reichen ja niemals. Ich werde ja auch wieder in meine Kristalltech ordentlich reinbrettern und werde da dann meine Marschkapazität erhöhen und auch immer mit Armeestärke Boost oder mit Armeeerhöhung kämpfen. Das heißt, 223.000 reichen da nicht. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich möchte die Anzahl an T5 erhöhen auf 540.000 Infanterie T5, 320.000 Kavallerie T5 und 340.000 Bogis T5. Also da wird der größte Unterschied zum nächsten Mal stattfinden. Und damit bin ich dann auch erstmal zufrieden. Das kostet ja auch wieder Ressourcen. Deswegen will ich da jetzt auch nicht zu viel pushen oder zu viele Truppen bauen. Sonst fehlen mir die Ressourcen am Ende wieder im KVK. Und man kann ja langsame Schritte gehen. Und das ist, denke ich, ein realistisches Ziel. Und das werde ich auch verfolgen. So, nächster wichtiger Punkt. Den wollte ich eigentlich schon als erstes nennen. Denn hiermit verkünde ich schon jetzt, was die Challenge für den nächsten KVK sein wird. Beim letzten KVK haben wir uns die Challenge von 500 Millionen Killpunkten gesetzt, konnten diese nicht erreichen, weil die Gegner nicht gekämpft haben. Beim nächsten KVK werde ich die Challenge auf 700 Millionen Killpunkte setzen. Und es wird wie bei diesem KVK ablaufen: Wenn ich diese nicht erreiche, verlosen wir im ersten Stream nach dem KVK wieder eine 50 Euro PayPal-Guthaben oder iTunes-Karte oder Google Play-Karte, wie ihr es auch immer haben wollt. Beim letzten Mal wollte der Zuschauer PayPal haben und wenn ich die Challenge aber erreichen sollte, erhöht sich der Jackpot auf 75, also um 25 Euro. Das ist einfach für mich eine Zusatzmotivation und für euch dann nochmal etwas interessanter, die Kriegsvideos zu sehen. Klar, Kriegsvideos sind an so schon immer ziemlich cool, aber wenn ihr mitfiebert, ob ich die Challenge nun schaffe oder ihr eventuell ein Gewinnspiel kriegt, ist da nochmal so ein bisschen mehr Pfeffer mit im KVK. Und deswegen, und es ist, wie gesagt, eine Zusatzmotivation für mich. Also eigentlich für alle eine Win-Win-Win-Win-Win-Situation, wie man es auch immer so gern ausdrückt. So, das wollte ich hier auf jeden Fall auch schon mal in dem Video mit erwähnen. Und das haben wir jetzt hier auch festgehalten. So, nächster Punkt auf meiner Liste, was ich mit euch besprechen möchte, ist, es kommt ja jetzt der neue Kaff-Kommandant. Ich habe hier mal ein kleines Bild. Ich nenne ihn einfach mal ganz kurz Huo, weil das für mich am einfachsten ist und ich denke, jeder weiß dann, wer gemeint ist. Ich habe ihn ja jetzt auch einmal groß gezeigt und ich möchte unbedingt meinen Saladin austauschen. Wir haben das schon in den ganzen Livestreams drüber geredet. Saladin ist für mich ein absoluter Nichtskönner mittlerweile und das muss ich wirklich so direkt sagen. Entschuldigung an alle Kaff-Spieler da draußen, die vielleicht noch einen Saladin-Marsch haben. Also ich weiß nicht, wie ihr es macht, aber egal ob auf der gegnerischen Seite, also wenn im Murderball oder Open Field jemand mit einem Saladin-Marsch gegen mich kämpft oder mein eigener Saladin-Marsch, die Trades sind immer negativ. Also wenn ich in einem Murderball einen Saladin sehe, da gehe ich da eher drauf als auf einen Richard. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich Richard liebe, denn ey, Saladin ist einfach nur Fallobst. Ich sag's euch, wie es ist, ich trade gegen den immer so extrem positiv. Das ist schon nicht mehr normal. Und ich habe schon immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich den rausschicke, meinen Saladin-Marsch. Also ich spiele ja Saladin mit Wilhelm und habe den ja hier, ich meine sogar bei mir auf A2 noch. Ah, ich kann gerade keine Truppen rausschicken. Aber ihr wisst, was ich meine, ihr kennt ja die ganzen KVK-Videos. Ich spiele auf jeden Fall hier Saladin mit Wilhelm und das wird geändert zu Huo Wilhelm. Und Huo Wilhelm, ja, ich zeige ihn noch einmal,
ist auch wirklich, was die Tests angeht, die kann man ja sich die ganzen Simulationen anschauen, wo die Screenshots in den Discords rumgeschickt werden oder auf Schiskool. Der hatte auch mal ein Video auf seinem Kanal gemacht zu den ersten Kampfberichten mit Huo. Und da ist auf jeden Fall Huo Wilhelm eine echt gute Kombo. Und da bin ich wirklich gespannt, wie sehr dieser Marsch auch uns positiv überraschen wird, wenn ich den dann im nächsten KVK nutze. Vielleicht dazu, ich werde den definitiv Expertise haben im nächsten KVK. Also Wilhelm noch nicht ganz. Wilhelm ist ja auf 5-5-1. Da habe ich jetzt schon mal im letzten Rad wieder ein paar Skulpturen gekriegt. Und habe auch ein paar tägliche Kisten von dem gekauft. Aber das wird noch lange dauern, bis der Expertise ist, weil ich in ihn halt keine sagenumwobenen Köpfe, also keine universellen Goldköpfe reinstecke, denn die spare ich alle für Huo. Ich habe 508 momentan, kriege ja dann durch das Glücksrad von Huo noch ein paar, es fühlt sich irgendwie so komisch an, immer diesen Namen zu sagen, kriege von Huo, ich kann den auch nicht aussprechen, was ist denn los mit meinem Kopf, kriege von Huo dann ja nochmal ein paar Goldköpfe und ja, bis zum nächsten KVK. Durch die täglichen Logins kriege ich Köpfe, durch ein paar Events wie Karuak. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich zur Zone 5 Öffnung den auf jeden Fall Expertise habe. Und deswegen, ja, da bin ich sehr gespannt, wie der dann performen wird. Dann haben wir unseren nächsten Metamarsch. Denn bezüglich Metamarsch werde ich mal jetzt kurz ein bisschen Gaming-Jargon-Kunde machen. Denn ich bin mir sicher, dass der ein oder andere Zuschauer vielleicht gar nicht weiß, was mit Metamarsch gemeint ist. Also Metamarsch bedeutet, dass du mit deinem Marsch den Zahn der Zeit triffst, was Rise of Kingdoms Märsche anbelangt. Dass wirklich dein Marsch gerade mit der stärkste ist oder einer der stärksten Kombinationen, die du für die jeweilige Truppenart oder generell einfach Open Field, in dem Fall, weil ich ja nur Open Field Märsche habe. Ich bin ja kein Rally-Lead oder ich bin kein Rally-Leiter, der irgendwelche Rally startet oder irgendwelche Flaggen defft. Deswegen reden wir ja natürlich nur von Open Field Märschen und Meta bedeutet da halt einfach, dass du ja mit deinem Marsch wirklich einer der stärksten Kombinationen ausgewählt hast, die momentan möglich sind. So, das mal kurz festgehalten und da habe ich mit Scipio Alex, würde ich mal sagen, so einen halben Meter Marsch, ne? Alex ist natürlich nicht mehr Meter, da wäre Guan Yu zum Beispiel besser, da wäre der Marsch dann nochmal stärker, aber Scipio ist auf jeden Fall Meter und ja, das Set ist gut, die Aufrüstung ist gut, zusammen kann man schon sagen, ja, dass ich mit diesem Marsch fast Meter bin oder ungefähr so halb Meter, würde ich mal sagen. Dann mein Bogis Marsch ist auch halb Meter. Liang ist auf jeden Fall Meter, also mehr Meter als Liang geht nicht. Ne, der ist so ekelhaft gut Open Field. Wahrscheinlich gibt es gerade keinen besseren Open Field Kommandanten als Liang. Selbst so ein Noob wie ich haut damit 1-5, 1-6 Traits raus. Auch hier vielleicht nochmal kurz gesagt, was bedeutet Traits? Das ist das Verhältnis. Ja, wie viele Killpunkte hat dein Marsch mit diesem Angriff gemacht gegenüber den Gegnern? Du hast ja dann immer in deinen Kampfberichten zum Beispiel 100.000 Killpunkte hast du mit diesem Kampf erreicht und die Gegner 80.000. Ja, wenn die jetzt 50.000 erreicht haben, dann hast du zum Beispiel ein 2-1 Trade gemacht. So, ich bin gerade irgendwie in Erklärlaune. Tut mir leid, 80% kennen das, aber den 20%, die das nicht kennen, habe ich jetzt ein bisschen was mitgegeben. Also, wie gesagt, wir haben Scipio Alex als Halbmetermarsch und wir haben Liang YSG als Halbmetermarsch. Und wie gerade, und deswegen reden wir ja gerade über Meta erwähnt, haben wir dann mit Huo und Wilhelm den nächsten. Ja, der ist dann wahrscheinlich sogar nicht Halbmetermarsch, sondern der ist dann wirklich Metermetermarsch. Ja, weil ich denke, dass Wilhelm schon einer mit der besten Kombination sein wird. Mit Nevsky vielleicht nochmal besser oder ja, muss man halt schauen, wie das dann auch wirklich, wenn er draußen ist, wie sich das dann verhält, auch in Murderballs und so weiter. Aber ich glaube, mit Wilhelm, also Halbmetermarsch mindestens, vielleicht aber auch Metermetermarsch, ja. Schauen wir mal, auf jeden Fall 100.000 Mal besser als Saladin. So, und mein vierter Marsch ist genau das Gegenteil vom Metermarsch. Richard Edelfleet, aber ich bin glücklich und er tradet nicht immer negativ. Und es ist halt ein Debuff-Marsch, ne, und ich bin halt zufrieden. Ich bin zufrieden, könnt sagen, was ihr wollt. Ich habe sowieso nichts anderes und deswegen werden wir diesen Marsch weiter nutzen, so.
Das haben wir auch schon mal, ja. Und da bin ich auch sehr, sehr froh drüber. Jetzt gehen wir nochmal auf ein paar Details an, was meinen Account betrifft, die mir persönlich wichtig sind, diese festzuhalten, auch wenn die vielleicht für den einen oder anderen gar nicht so interessant sind. Wir sind jetzt gerade bei 6,88 Milliarden Ressourcen, die ich gesammelt habe. Ich möchte einfach für mich mal hier festhalten, was schaffe ich in den nächsten 2 bis 3 Monaten zu sammeln. Ich hoffe, ich komme auf über 8 Milliarden, vielleicht 9 Milliarden Ressourcen. Mal gucken, wie sich das verhält. Ich kann es gerade schwer einschätzen, weil ich ja jetzt erst seit kurzer Zeit, also seit 1,5, 2 Monaten wieder ziemlich aktiv bin. Und da will ich einfach mal festhalten, wie viele Ressourcen sammle ich. So, dann natürlich meine Toten. Die werden hoffentlich im nächsten KVK höher gehen. Im letzten KVK konnte ich da ja nicht viel machen. Es gab keinen Flaggenkampf. Ich konnte keine Toten kriegen. Außer ich hätte jetzt mein Latzer voll laufen lassen und hätte dann trotzdem noch, obwohl mein Latzer voll ist, Open Field gekämpft. Aber so ein Schwachsinn machen wir natürlich nicht mehr. Das ist der alte App-Gaming. Ja, und höchste Energie werden wir noch irgendwie auf so, ja, 67, 68 kommen. Aber höher gehen wir auch erstmal nicht. Und ja, das sind so die Stats, die wir dann hier schon mal festhalten können. Ja, und was wollte ich euch noch zeigen? Ich glaube, das war es auch schon. Ja, das war es auch schon. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt, was wir im nächsten KVK erreichen werden. Ne, Ressourcen sollen natürlich hier noch um einiges höher werden. Ne, 1,1b haben wir jetzt hier jeweils und nur 247 Millionen Gold. Ach nein, was ich euch noch zeigen will. Für was habe ich heute das Gold alles ausgegeben, Freunde der Sonne? Wir haben heute den Dolch gemacht. Leider keine Spezifikation bekommen auf Liang. Das hat alleine 50 Millionen Gold gekostet. Dann, weil ich gerade in Gönnerlaune war, habe ich mir gedacht, okay, komm, haust du noch, machst du das Ding noch ikonisch, hat auch nochmal 20 Millionen gekostet. Also allein nur dieser Dolch hier einfach 70 Millionen Gold. Und wir wollen jetzt gar nicht darüber reden, wie viele Materialien das gekostet hat. Dann habe ich den hatte ich schon auf ikonisch. Von dem Kaffmarsch, genau. Das haben wir auf ikonisch gemacht, auch nochmal 20 Millionen Gold. Wir haben hier die Spezifikation auf den Helm gemacht. Also der Bogismarsch, der hat heute ein richtig fettes Upgrade bekommen. Und wir haben ja, wie gesagt, im letzten KVK schon ziemlich gut getradet mit denen. Ich bin wirklich so gespannt, was sich da tun wird anhand der Kampfberichte zum nächsten KVK. Die Ausrüstung auf denen wird jetzt auf jeden Fall nicht besser. Vielleicht kriege ich noch eine von diesen beiden eine Spezifikation drauf. Aber mehr mache ich auch wirklich nicht, denn ich darf kein Gold mehr verbrauchen. Ich will auf 5, 6, vielleicht 700 Millionen Gold drauf, damit ich im KVK viel kämpfen kann. Und wir können jetzt nichts mehr für Ausrüstung ausgeben. Aber das ist auf jeden Fall hochgegangen. Ich habe noch irgendwas Lilanes, noch eine Spezifikation drauf gemacht. Das hat auch nochmal Gold gekostet. Also wie gesagt, über 100 Millionen Gold heute einfach mal morgens um 10 Uhr an einem Samstag in Deutschland weg. Wer kennt's nicht? So, ne? War auf jeden Fall, ja, sehr, sehr, wie sagt man, erschreckend für mich, ja? Ich habe mich in letzter Zeit ein bisschen hier drum gekümmert. Will ich jetzt hier einfach auch nochmal in einem Video festhalten. Ich habe also viel transmutiert. Ich weiß gar nicht, ob das richtige Wort dafür ist, aber ihr wisst, was ich meine. Weil hier sind zwei ziemlich geile Inschriften drauf. Die sind quasi gefühlt wie für Richard zugeschnitten. Ne? Hier kriegt er immer, wenn er sein Schild aktiviert oder ja, wenn er sich heilt, kriegt er nochmal einen Bonus, was den Schaden angeht. Also gefühlt ist das hier eine Richard-Inschrift. Und er hat nochmal zusätzlichen Gegenangriff Schaden, was er ja sowieso hat aufgrund seiner Fähigkeiten. Also, aber eigentlich will ich hieraus gar keinen Aufrüstungsteil für Richard machen, wie man ja sehen kann, ne? Weil ich habe hier ja schon zwei Attribute gesaved oder gesichert, die für Bogies sind. Hier will ich jetzt nochmal 3% Bogie-Verteidigung drauf haben oder halt mindestens 1,5% aller Schaden aufwärts. Dann wird das hier eine Aufrüstung für Liang. Bis dahin wird sie halt Richard nutzen, weil, wie gesagt, die beiden Inschriften sind gefühlt für Richard perfekt zugeschnitten. Und dann kriegt er halt nochmal 2,1% Infanterieverteidigung. Aber das Ding ist halt extrem teuer. Ich weiß auch gar nicht, ob ich da erstmal weitermache, weil es tut weh. Es tut wirklich weh, jedes Mal 5 von diesen Transmutierensteinen zu benutzen. Und wer sagt mir denn jetzt, dass ich nach 100, also nach 20 weiteren Versuchen, also nach 100 Transmutierensteinen, dass ich da dann eine dritte Bogie-Fähigkeit habe oder eine dritte Bogie-Boost habe oder halt aller Schaden. Sagt mir ja keiner, ne? Vielleicht gebe ich 100 von diesen Dingern aus und habe da immer noch nichts drauf. Also, ich rede heute sehr gerne. Ich hoffe, das gefällt euch trotzdem. Wie gesagt, ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen.
Aber das ist das, was ich euch noch zeigen wollte. So, also bei meinen Aufrüstungen tut sich gerade nicht viel, weil Transmutieren, ganz ehrlich, ich finde, das muss noch mal ein bisschen überarbeitet werden, weil das bringt gar nichts. Oder man muss halt irgendwie zumindest ein kleines bisschen schneller an diese Transmutationssteine kommen. Ansonsten, du kommst halt nicht voran. Also, du gibst da 5 Transmutationssteine aus, um da irgendwie den dritten gewünschten Boost auf deine Aufrüstung zu bekommen. Und in 1 von 10 Fällen klappt das, wenn es gut läuft. Ja, und das geht nicht. Also, da sitzt du ja an eine einzige Aufrüstung ein halbes Jahr dran, bis du da mal die 3 Sachen drauf hast, die du haben willst. Das heißt, du kannst da irgendwie 2 Aufrüstungen im Jahr verbessern. Finde ich ein bisschen wenig. Finde ich echt ein bisschen wenig. Aber mal gucken, was da so in Zukunft noch für Updates von Lilith kommen. Und ja, das sind so die Dinge, die ich euch heute mit in dem Video zeigen wollte. Ich habe hier erstmal auch noch nichts gemacht. Ihr seht es, wir haben hier ein paar Sachen noch übrig, was Schlüssel angeht. Hier möchte ich aber einfach mal sparen noch. Ich werde den Pyrus eh nicht nutzen. Oder Pyrus. Den ich auch beschwören kann. Wo es dann auch nochmal, wie gesagt, 10 Goldköpfe gibt. Und deswegen behalte ich meine Schlüssel erstmal. Mal gucken, wann wir da mal irgendwann mal welche öffnen werden. So. Aber lange Rede, kurzer Sinn, Freunde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst es euch gut gehen. Vielleicht noch als kleines Schlusswort, weil mir irgendwie schon mittlerweile wieder 2 Leute geschrieben haben, warum ich denn so inaktiv bin. Also ich finde, ich bin nicht inaktiv. Ihr könnt nicht von mir erwarten, dass ich jetzt irgendwie 3-mal die Woche Rise of Kingdoms Content bringe, weil, wie gesagt, das ist ein Hobby von mir. Und wenn ich zum Beispiel solche Sachen wie jetzt gerade am Anfang schneide, dann ist da schon mal direkt 2 Abende weg, die ich nach der Arbeit investiere. Und an diesen kommt dann natürlich kein Content. Und deswegen, also wenn ich mal eine Woche kein Video bringe, dann heißt es nicht, dass ich wieder inaktiv geworden bin, sondern dass ich gerade an etwas arbeite. Ja? Und ich bin genauso aktiv wie noch im KVK, nur dass ich gerade etwas weniger zu zeigen habe und ja, an Content arbeite. So, das wollte ich einfach nochmal festhalten hier. Keine Angst, ich verfalle nicht wieder in Inaktivität. Ich bin hier, das ist mein Account. Ich hoffe, wir haben weiterhin Spaß zusammen. Ich freue mich auf den nächsten KVK. Wie gesagt, lasst ein Like und ein Abo da. Und ansonsten viel Spaß beim Rise of Kingdoms zocken. Bis zum nächsten Video, Freunde. Macht's gut. Ciao, ciao.